Hi, meine lieben Liebenden, ein kurzes Update. Ich versuche mich heute wirklich kurz zu fassen, ob es was Neues zu berichten gibt in puncto Liebe. Ich weiß es nicht. Ich fand gestern die Legung einfach wunderbar. Allerdings ja, hoffe ich auch, dass das wirklich für viele zutreffend war. Bei mir war niemand mit dem Zauberhut anwesend. Jedenfalls niemand, der mich jetzt auf die Art und Weise verzaubert hätte, dass es Applaus oder Wohlgefallen in mir ausgelöst hätte. Allerdings habe ich die Energien doch gespürt von der anderen Seite und da musste ich dann noch mal eben sagen, ich stelle mich hier in meinen Kreis und störe meine Kreise nicht. Ich hoffe, ihr seid fit. Gestern dachte ich mal kurz, es haut mich um, so erkältungstechnisch, bis dann klar war, ich bin es nicht. Und weg ist es gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen jetzt hier auf die nächsten 24 Stunden. Pi mal Daumen. Morgen weiß ich nicht, ob ich dazu komme, eine Legung zu machen. Werde ich morgen entscheiden. Wir fliegen erstmal aus. Sind morgen unterwegs, viel in der Natur. Und ich weiß noch nicht, wann ich wieder hier bin und ob ich dann Lust habe, mich hier ans Tischlein zu setzen. Ihr werdet es merken, nur dass er nicht denkt, jetzt hat sie uns verlassen. Bin ein beständiger Mensch und dazu stehe ich auch, aber ich bin halt eben auch keine Maschine. Und jetzt hat sie noch geredet. Jetzt fängt es mal an zu mischen, um zu gucken, was hier bei dem Otto Sache ist. Und diese Karte ist interessanterweise auch für den Mitgliederbereich rausgesprungen. Die reiche Ernte. Die reiche Ernte. Er möchte empfangen, ne? Er möchte, dass ihm die Welt zu Füßen liegt, er hat da irgendwelche Pläne und diese Pläne, dafür hat er genauso gearbeitet, diese Visionen ins Leben zu rufen, auf seine Art und Weise. Ja, was ist denn jetzt mit seiner reichen Ernte, ne? Gesetzt im Fall, der hat da mal Lucht und geackert und gemacht und getan. Was will er denn da ernten? Okay, da muss ich jetzt einfach mal so ein bisschen allgemeiner deuten, weil wir gucken ja hier mit mehreren Menschen auf die Gärtchen. Es ist so, dass er in der letzten Zeit ja nun auch andere Menschen ins Feld gesandt bekommen hat. Menschen, die ihm an die Seite gestellt wurden, damit er diese Menschen unterstützt. Das ist vielleicht in dir nicht unbedingt bestens angekommen oder bei dir nicht bestens angekommen. Trotzdem war das für ihn wichtig zu erkennen, wie sehr andere seine Meinung schätzen, wie sehr andere ihn schätzen, seinen Wert schätzen. Und vom Universum war das so vorgesehen. Ich glaube, er hat ziemlich viel Applaus bekommen aus anderen Ecken. Nicht von deiner einer, sondern aus anderen Ecken. Und das hat schon dazu geführt, ihn ein bisschen mehr in die männliche Energie zu bringen, allerdings nicht in Bezug auf dich. Und der schaut sich jetzt an, was er da erreicht hat. Und ich höre so eine innerliche Frage, die er sich stellt. Und was soll ich jetzt damit? Das fühlt sich so ein bisschen an, wie dass die Menschen, die da an seiner Seite sind, ihn zwar umspielen auf eine Art und Weise, die ihm immer schon gut getan hat, allerdings sind es die falschen Menschen und dementsprechend kann er diesen Applaus auch nicht so ganz genießen. Was sagen die Vickers? Womit ist er denn dann heute beschäftigt? Seine innere Balance wiederzufinden. Ja, er ist manchmal jemand, der sehr über die eigenen Grenzen gehen kann. Und wenn das dann passiert ist, dann zollt der Körper Tribut und zwingt ihn dann auch wieder zur Ruhe.
Und das dient halt dazu, die innere Balance wiederzufinden. Aber mir springt hier was anderes an. Hier ist so ein funkelnder Apfelbaum und die Früchte sind reif. Und das spricht für mich dafür, dass er weiß, dass es an der Zeit ist, zwischen euch beiden mal dafür zu sorgen, dass eine Balance zwischen Geben und Nehmen eintreten darf. Ich glaube, da hast du auch deutliche Zeichen gesetzt. Er trauert aber auch. Worüber trauert er denn? Kriege ich da bitte noch ein bisschen Input? Bestenfalls auch so, dass du greifen kann, Spirit. Ja, natürlich trauert er, denn der vermisst deine Stärke, er vermisst deine Inspiration und er fragt sich, stehst du ihm überhaupt noch zur Seite? Also, wenn es so ist, dass dir unverhofft ein paar Tränen durchs Gesicht laufen, obwohl du gerade dabei bist, was Schönes zu machen, dann weißt du, woher es kommen könnte. Was sagen denn die Zug-Orakelkarten? Was sagt der Lebenszug? Rennt er noch das Leben oder wo ist er denn jetzt unterwegs? Natürlich nur, wenn dir das Wesen, von dem ich hier erzähle, irgendwo bekannt vorkommt. Es ist und bleibt eine allgemeine Legung. Jetzt hätte ich es bald vergessen zu sagen. Und ja, ihr wisst, wie es weitergeht. Ich habe gerade keine Lust auf diesen Firlefanz, aber trotzdem, du guckst das Ganze in Eigenverantwortung. Hilfe naht im Lebenszug. Er musste hier aus eurer Geschichte so ein bisschen aussteigen, steht hier, um eine neue Reise anzutreten, weil er da gebraucht wurde als Hilfe, um den anderen zu helfen. So hat er sich verstanden. Wie ist es bei euch? Keine Sorge. Ihr schafft es noch rechtzeitig. Noch ist er unterwegs, aber nicht mehr lange und ihr seid beide angekommen. Also auch das zeigt sich, ne, dass es alles irgendwo Teil des Plans ist. Und wenn du da jetzt irgendwo in Sorgen verfällst, dann ändert das auch nichts. Dann muss das so sein. Das Einzige, was es ändert, ist dein Energielevel und das fühlt sich für dich halt in dem Moment sehr unkomfortabel an. Und Sorgen ändern nichts an der Situation. Ich kann dann immer nur raten, mach trotzdem dann irgendetwas, was dir gut tut, auch wenn man sich dann im ersten Moment mal so ein bisschen anschubsen muss. Ich mache jetzt einfach nur ein Spoilerchen. Man kann sich auch verrückt reden, die Liebe betreffend. Du hast jetzt hier das Vertrauen, dass das Schicksal einfach das Schicksal ist und das Göttliche schon eingreifen wird, wann die richtige Zeit eben gekommen ist, wenn die richtige Zeit eben gekommen ist. Und er sucht immer noch nach der Wahrheit und nach einem Weg, diese zum Ausdruck zu bringen. Und ja, das muss ich wohl sagen, gestern sind einige Ottos dann doch mutiger geworden und haben dann mal ein bisschen mehr geoutet, allerdings nicht persönlich, sondern durch die Blume. Und wo die Brücke sonst immer mit Applaus angenommen worden ist, haben die Ladies jetzt gesagt, könnte mir jetzt die Mühe machen, das zu übersetzen. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, herauszubekommen, wo, wann dieses Event genau stattfindet. Dann weiß ich aber immer noch nicht, zu welcher Uhrzeit ich da erscheinen soll. Ich könnte jetzt den Bogen zurückspannen und mal nachfragen. Aber da die Ottos zurzeit ja uns ins Archiv gelegt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu bekommen, auch nicht so groß. Das, was da zum Ausdruck gebracht werden möchte, das darf jetzt klar und direkt kommen, weil die können klar und direkt. Und das ist keine Erwartung,
Es fühlt sich einfach so an, als wäre gerade die Zeit dafür. Aber ich nehme jetzt meinen Kartensalat und guck einfach mal, was denn jetzt hier in den nächsten 24 Stunden auf deiner Bildfläche so auftaucht. Schalt die Laterne an. Ja, es ist so, dass im Kollektiv gerade nicht Purzelbäume vor Glück geschlagen werden. Vielleicht auch, weil eine große Hoffnung ihn betreffend immer wieder enttäuscht worden ist. Vielleicht aber auch ganz alleine aus dem Grund, als dass du spürst, wie er da sich einsam fühlt, wie er sich schlecht fühlt, wie er sich manchmal über sich selber ärgert, wie er von einem Fettnäpfchen ins nächste hüpft und sich dabei immer den Knöchel verstaucht. Wenn du es dann auch noch körperlich mitbekommst, dann kann er doch schon mal sein, dass du eine Zeit lang mal kurz damit in den Sog gezogen wirst. Du weißt aber, dass er nicht alleine ist, dass er dich im Rücken hat, sofern du denn mit dem Otto noch was zu tun haben willst. Aber ne, wenn es halt wirklich diese heftigen Seelenverbindungen sind, da kannst du auch sagen, will ich nicht, und du spürst es trotzdem. Dann ist es besonders wichtig, hier das Füllhorn des Glücks über euch beide auszukippen, weil du ihm damit wieder Mut machst. Dafür brauchst du nichts zu tun, nur das innere Licht einschalten. Hier liegt die Einladung und der Sarg unten drunter. Ich glaube, du glaubst gerade nicht mehr an euch beide, aber die Frage ist, musst du deshalb dein Herz verschließen, wenn du ihn noch liebst? Die Antwort gibst du dir selbst. Ich habe da eine klare Antwort zu. Aber manchmal kommen so Mechanismen an die Oberfläche. Da verselbstständigt sich der ganze Zirkus. Auch das ist Teil des Programms. So, ja, jetzt bitte übertreibe es nicht. Noch zwei, drei Karten. Ich glaube, dann weiß ich schon, was zu sagen ist. Wollte am Anfang aus ihm raussprudeln, das ist so Tristesse und Dunkelheit. Der versucht hier gerade in seine Männlichkeit zu kommen, seine männlichen Attribute mehr an die Oberfläche zu kramen. Allerdings gibt es dann noch ein paar Dämonen, die er bekämpfen muss und die hindern ihn daran zu kommunizieren. Es geht darum, dass er gerade dabei ist, sich stark zu machen, um hier falsche Menschen, Personen oder aber alte Erfahrungen, alte Verhaltensmuster aus seinem Leben zu eliminieren. Die wollen sterben, und wenn was sterben will, dann stirbt der Otto gerade mit. Ja, das ist meistens so. Also der transformiert immer ziemlich, ziemlich heftig. Das soll gerade aber so sein. Das scheint mir hier eine der heftigsten Transformationsprozesse zu sein, durch die er seit langer Zeit gelaufen ist. Und da geht natürlich dann einher mit trüben Gedanken und Kopfkarussell und unter Umständen auch mit körperlichen Gebrechen. Aber das führt dazu, dass hier weitergeritten wird, also dass es vorwärts geht und auch. Wenn es gerade so aussieht, als würde er vom Glück wegreiten und sich dieses Glück überhaupt nicht erlauben, sich vielleicht auch noch mal angefangen haben, mit anderen Menschen zu verzetteln, spürt er im Hintergrund dein Licht im besten Fall. Das erinnert ihn an seinen Auftrag. Und wenn er da wieder in seiner Stabilität angekommen ist, dann wird hier auch Gerechtigkeit eingeläutet, aber nicht in den nächsten 24 Stunden. Wir nehmen noch eine Rabenkarte mit, dann lasse ich das Ganze mal so stehen. Und irgendwann wäre auch schön, wenn dieses Dilemma sich mal einfach in Wohlgefallen auflösen könnte, aber das geht halt nach göttlichem Plan, und es ist auch nirgendwo geschrieben, dass es jeder in eine gelebte Partnerschaft schafft. Aber was wir wohl schaffen, ist viel über uns herauszubekommen, das Herz weiter aufzubekommen, flexibler zu werden und
halt unsere Spiritualität zu schulen. Die Raben sagen dir, sei hier eine Botin, aber vergewissere dich, dass du auch eine Botschaft hast. Im Zweifel frage dein Herz, sei Botschafterin deines Herzens. Und wenn du dein Herz sperrangelweit aufmachst und der rennt immer noch in eine andere Richtung, dann lass ihn laufen, aber liebevoll. Und sprich mit einfachen Worten, sage, was dich bewegt, lass die Schnörkel weg. Sei direkt und konkret, denn dein Inneres ist konkret, direkt und wahr. Also, worauf wartest du? Lass die Worte aus der Quelle sprudeln. Ja, vielleicht gibt es auch noch was zu klären zwischen euch beiden. Dann ist immer am besten keinen großen Firlefanz. Also, so was wie eine Legung wird sich der Otto gar nicht erst angucken. Da hätte der bei Satz 4 schon vergessen, was ich im ersten Satz erzählt habe. Wenn der gerade in seinem Kopfkino ist und wenn du ihn erreichen willst, dann bring die Sache auf den Tisch. So, ne? Zwei Wortsätze. In dem Stil, wie er mit dir kommuniziert manchmal. Ja, ich lasse es so stehen. Ich wünsche euch den Frieden morgen. Wunderschönen Feiertag. Bleibt mir gesund und gern bis zum nächsten Mal. Bis dann.